Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Dwoll Glücksbringer anzunehmen bei Mitsuwa im Eschental an dieser Position. Was ihr wolle. Quest ist angenommen, hier war auch ein bisschen von außen. Mal schauen, was man jetzt machen muss. Man soll 8 Dwoll Glücksbringer besorgen. Ich werde nun ins Questgebiet laufen und sobald ich dort bin, werde ich mich wieder bei euch melden, damit ihr seht, wo das ist und woher man diese Dwoll Glücksbringer bekommt. Also ob Loot von Mobs oder die in Kisten sind oder einfach so in der Gegend liegen. Mal schauen. Bis gleich. Gleich sollte ich im Questgebiet sein. Hier war auch die Karte, bin einfach diesen Weg hier entlang gelaufen, dann diesen Pfad hier hoch. Und hierbei muss man sich in einer Höhle hineinbegeben. Ich zeige euch den Eingang, dann werde ich mich durch die Höhle durchkämpfen und sobald ich weiß, wie genau man an diese Glücksbringer kommt, werde ich es euch zeigen. Aber erstmal den Eingang. Ich helfe hier mal mit. So, in diese Höhle darf man hineinlaufen. Gib nochmal die Karte. Wie gesagt, ich erkundige mich jetzt, wie man an diese Dwoll Glücksbringer kommt. Und sobald ich es weiß, werde ich mich nochmal melden. Bis gleich. Ich weiß nun Bescheid. Also, von dort kommt man und dann darf man sich hier rechts halten. Links habe ich nicht geschaut, ob welche sind. Ich habe bloß geguckt, ob auf der rechten Seite welche sind. Und wie ihr seht, hier sind Haufen Gegner. Ich habe auch schon ein paar getötet. Und in diesem Gebiet gibt es diese Trolltruhen. Die darf man looten. Und dann habe ich schon mal einen Glücksbringer. Da hinten ist auch eine. Dort oben, soweit ich weiß, gibt es auch welche. Ich sehe gerade keine. Aber auf der anderen Seite gibt es auch welche. Da habe ich auch schon gesehen. Ich kann ja mal diesen Mob hier töten. Okay, jetzt kommt ziemlich viel. Aber ich könnte es schaffen. Ja, der versucht wegzulaufen, egal. Der andere ist wütend. Sieht aber noch gut aus vom Leben. Ja. Und mal schauen, ob ich von dieser Brücke irgendwelche Truhen erkenne. Nett. Tue ich leider nicht. Ah, da hinten, seht ihr? Hier ist auch so eine Trolltruhe. Also auf dieser Seite sind auch welche. Ja, ich werde mich jetzt da durchkämpfen. Weitere Trollglücksbringer sammeln. Und dann werde ich mich wieder melden, vermutlich beim Abgabe-NPC. Es sei denn, es geschieht noch irgendwas Unerwartetes. Also, bis gleich. Es ist was Unvorhersehbares passiert, beziehungsweise es war vorhersehbar. Ich war neugierig und habe hier bei diesem Weg links abgebogen. Und da sind auch diese Trollglücksbringer zu finden. Jetzt sind hier Spieler aber gekommen. Mal schauen, ob ich noch die Kisten zeigen kann. Und zwar, wie ihr seht, da hinten. Hier hinter dieser Säule. Damit habe ich jetzt 6 von 8. Mit der Kiste da hinten habe ich 7 von 8. Will der Spieler die? Glaube nicht. Nein, er nimmt auch nicht die hier auf dem Stein.
Er hat anscheinend die Quest nicht. Okay. Und mit der Kiste hier auf dem Stein habe ich 8 von 8. Sollten bei euch die Kiste nicht vorhanden sein, könnte es sein, dass andere Spieler die Quad gelootet haben und die haben auch so eine Nachspawn-Zeit. Jetzt bewege ich mich aber zum Quest-Abgabe-NPC und diesmal melde ich mich wirklich, sobald ich bei ihm bin. Bis gleich. Gleich komme ich beim NPC an. Ist ein sehr langer Laufweg von da oben bis hier hin. Hier sieht man ihn schon. Wer ihr Quest sein ist werdet. abzugeben bei Mitsuwa Alles in klar. Eschen, im Eschental an dieser Position. Hoff, mein Was ihr Video wollt. konnte euch irgendwie helfen. Eizocke, Ende.